Ja, wieder mal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Reihe Psychosomatik. Ich bin der Markus, betreibe diesen YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga seit ein paar Jahren mit über 1000 Videos mittlerweile rund um die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Und heute geht es um die psychosomatische Komponente der Arteriosklerose. Die Arterien sind die Gefäße, die vom Herzen wegführen und diese haben Sauerstoff und nährstoffreiches Blut. Das heißt, sie versorgen den Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen. Und wenn diese Versorgung beeinträchtigt ist, dann leidet der Körper zum Beispiel an Sauerstoffmangel, Nährstoffmangel. Und dann funktioniert er nicht richtig oder noch schlimmer. Und diese Arterien können natürlich wie ein Rohr verkalken. Da kommt es zu Ablagerungen an der Gefäßinnenwand durch sogenannte Plaques, gerne aus Fett bestehend, Fettanlagerungen, aber auch Blutblättchen können sich anlagern. Und je mehr sich dann anlagert, desto mehr verengen diese Ablagerungen die Gefäße, das Lumen. Und dann kommt nicht mehr so viel Blut durch. Und dann leidet, wie gesagt, das Gebiet, was damit versorgt werden soll. Der Blut ist unser Lebenssaft und die Adern, die Arterien, die diesen Lebenssaft leiten, nähren. Und hier können wir fragen, wodurch im Leben wird die Rohrleitung, die Energieleitung, was auch immer, verstopft. Welche Ablagerungen vermüllen sozusagen dein Leben, verstopfen dein Leben, dass die Lebenskraft nicht fließen kann? Vielleicht macht man zu viele Dinge auf einmal und für die wesentlichen Dinge, für das, was den Menschen nährt, hat man keine Zeit. Beispiel: Selbstständiger arbeitet 70 Stunden die Woche, muss arbeiten, sagt man sich immer wieder. Ich muss, ich muss, ich muss, weil sonst keiner was macht und sonst verdiene ich kein Geld und sonst. Und dann verstopft man mit diesen ganzen Dingen das Leben und wundert sich, warum die Familie nicht mehr in Anführungszeichen genährt wird. Mit der Anwesenheit zum Beispiel. Und so kann der Lebenssaft nicht fließen, weil das Leben verstopft. Also eben vielleicht keine Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens. Die meisten Menschen haben keine Zeit für die Gesundheit, weil sie viel arbeiten müssen, dann noch das machen müssen und jenes und Haushalt und Hobby und auch Sport, aber die Gesundheit kommt meist zu kurz. So kann man sich fragen bei Arteriosklerose, was verstopft, vermüllt mein Leben, sodass das Wichtige, das Nahrhafte nicht durch kann. Und dann kann man nicht weiter zurückgehen. Woher kommt das Ganze? Oft zu einer zu fettreichen Nahrung, zu ungesunde Fette und natürlich Rauchen. Und dann kann man wieder zurückgucken, warum tut man dieses, jenes, welches? Was dann diese Arteriosklerose weiter vorantreibt. Das war's vom Zentrum für Yoga. Ihr könnt auch viele Informationen darüber in meinem Sonderheft Padmasana über Herz und Blutdruck lesen. Und alles aus Sicht der Schulmedizin, die brauchen wir auch. Aus Sicht der Naturheilkunde, die brauchen wir sowieso. Aus Sicht des Yoga, der chinesischen Medizin und natürlich eben der Psychosomatik. So sage ich danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.